Grüß dich und willkommen zu einer weiteren Folge in dem Spiel Fest. Ich habe das letzte Mal ja den Wildling besiegt und meine Aufgabe besteht jetzt darin, durch die Geheimtür zum Kraftwerk zu gehen. Ich denke mal, die Geheimtür befindet sich irgendwo hier rechts von mir und ich muss da nach unten hin zu dem Ausrufezeichen. Also, ich habe jetzt übrigens auch einen Händler, bei dem ich etwas kaufen kann. Mal gucken, was der so anzubieten hat. LP-Extrakt, SP-Essenz, Mann, das ist alles ganz schön teuer. Ich habe das letzte Mal ja etwas gekauft, hat mich 500 Münzen gekostet und jetzt bin ich pleite. Okay, dann muss ich erstmal wieder ein bisschen Geld sammeln. So, lass uns weitergehen zu dieser Geheimtür, die ist hier irgendwo. Ah, ich muss da nach oben hin. Ich habe, genau, das letzte Mal habe ich ja auch diesen Aufwärtshaken hier freigeschaltet. Also dann benutze ich den gleich mal und schlage diese Tür hier ein. So, das soll also eine Geheimtür gewesen sein. Okay, weiter geht's. Was gibt's hier? Das ist vermutlich ein Ostviertelblatt. Genau, Ausgabe 4 ist das mittlerweile. Ich habe noch nicht mal die Ausgabe 1 gelesen. So, wo geht's jetzt hier hin? Geht's hier nach oben hin? Mal gucken. Ja, hier geht's nach oben hin und ich kann hier irgendetwas einschlagen. Ein Lüftungsgitter und hier gibt's Geld. Wie passend. Also, ich bin pleite, deswegen muss ich mir jetzt hier ein bisschen Kohle sammeln und habe schon mittlerweile 43 Münzen gesammelt. Sehr schön. Okay, dann lass uns hier weiter nach unten gehen. Ich gehe mal etwas langsamer nach unten. Oft entdeckt man da ja eine Geheimtür oder irgendetwas. Diesmal leider nicht. So, eine grüne Tür geht auf. Mensch, das war ganz schön knapp. Komme ich da jetzt wieder hoch? Nein, vermutlich nicht. Okay, dann werde ich da mal langsam hinuntergleiten. Nicht, dass ich da irgendwie auf eine Falle oder so springe. Okay, sieht nicht nach einer Falle aus. Das ist einfach nur ein monströser Lüfter, der Luft nach oben bläst. Komme ich hier hin? Vermutlich jetzt noch nicht. Die Tür ist gesperrt. Ich kann sie auch nicht einschlagen. Deswegen gehe ich jetzt hier weiter nach rechts. Hier haut jemand da ab. Ah, das ist das Kätzchen aus dem Intro. Wow, die prügelt diese Eisenhunde ganz schön zusammen. Meine Güte. Die ist etwas flinker unterwegs als ich. So, und dann verschwindet sie auch schon wieder. Ich habe in Brennborg noch nie jemanden so gesehen, der so gut ist. Ja, die ist ziemlich flink unterwegs. Also, das sieht auch unser Hase so. Okay, geht's hier nach unten weiter. Spieltipp, bricht den Boden mit dieser Taste auf. Okay, dann mache ich das mal. So, schlage ich dieses Lüftungsgitter ein. Geht's hier nach rechts? Nein, die Tür ist natürlich verschlossen. Also, ich muss da hindurch. Das Kätzchen hat die Tür zugemacht. Dann muss ich halt durch den Lüftungsschacht gehen. So, wo komme ich da hinaus? Kraftwerk. Ich bin jetzt im Kraftwerk. Schau dir den Hintergrund an. Das sieht echt gut aus. Also das Level-Design gefällt mir wirklich ganz gut. Okay, dann springe ich da mal... Oh, nach unten. Da ist ein Gegner. Den mache ich gleich mal platt. So, ich prügele einfach auf ihn ein. Und kann ich den vollstrecken? Nee, okay, dann mache ich mal den schweren Schlag. Okay, dummerweise geht er gleich kaputt. Ich kann ja übrigens jetzt mit dem schweren Schlag, also wenn ich Vollstreckung ausführe, meine ich, kann ich ja dann unten links diesen EP-Balken, heißt der, glaube ich, aufladen. Und dadurch kann ich mich dann auch heilen. Wow, ich muss jetzt diese Zahnräder hinunterspringen. Warte mal, gibt es da irgendwas zu holen links und rechts? Ah, da ist ein Lüftungsgitter. Komme ich da jetzt hoch? Ja, mit meinem Doppelsprung geht das wunderbar. So, hier kann ich etwas einschlagen, so wie es aussieht. Ja, und kann ich hier etwas holen? Vielleicht Münzen abgreifen? Was ist das? Pflanzensamen. Ich weiß immer noch nicht so genau, was ich mit diesen Pflanzensamen anstellen kann. Ich sammle halt welche ein, aber irgendwie kann ich die nirgendwo einsetzen. Und ich finde auch jetzt keine Beschreibung im Spiel, was ich mit diesen Pflanzensamen anfangen kann. Aber das kommt wahrscheinlich später noch. Okay, hier geht es ziemlich tief abwärts und da ist eine Tür. Kann ich die einschlagen? Ich lade mal meinen Kraftschlag auf und nö, die Tür bleibt immer zu. Also, dann gehe ich hier weiter nach rechts und hier ist ein Gegner. Warte, ich schleiche mich an, zack, prügel auf den ein und... Hat das was gebracht? Nö, kann ich den wenigstens vollstrecken? Komm schon, lass mich ihn einmal vollstrecken mit meiner Supervollstreckung. Ich habe sie freigeschaltet und konnte sie, glaube ich, noch nicht einmal so im Gefecht einsetzen. Nö, von wegen, du darfst nicht auf mich einprügeln mit deiner Axt. So läuft das nicht, Kollege. Ich schnappe mir jetzt und schmeiße nach vorne. Okay, das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Oh, Mist. Okay, das war nicht so sonderlich toll von mir, die Aktion. Also,
Das wollte ich eigentlich tun. Meine Güte, hält der viel aus? Das gibt's nicht. Ich habe gedacht, ich schnappe mir einfach mal und schmeiße ihn einmal dagegen. Oh, endlich kann ich ihn vollstrecken. Und boom. So, bringt mir das was? Ah, ich habe dummerweise mein LP-Extrakt, also das, nicht eingesetzt. Ich hätte mich vorher heilen sollen. So, ich heile mich mal. Und jetzt könnte ich es theoretisch mit einer Vollstreckung aufladen. Haben Sie schon gehört, Wildling? Der Chef aus der Innenstadt ist von einem Häschen zerlegt worden. Ja, das war ich. Man hat ihn völlig abgeschrieben auf dem Schrottplatz geschleppt. Vielleicht hat dieser Wunderhase was mit dem Stromausfall hier zu tun. Yep, kann sehr gut sein. Und ich stehe genau hinter euch. Blödsinn, kein Grund zur Panikmache. Wildling und seine Kumpels geben ständig damit an, wie toll sie sind. Dabei sind sie bloß ein Haufen Weicheier. Unser Chef ist ein richtiger Kämpfer. Okay, dann wollen wir mal sehen, was euer Chef drauf hat. Irgendwann werde ich auch auf ihn treffen. Dem Chef ist es egal, ob wir leben oder sterben. Es heißt, dass der Hase eine riesige Eisenfaust auf dem Rücken haben soll. Das hört sich nicht wie ein Spaziergang an. Wenn er hier auftaucht, sind wir beide erledigt. Meinen Sie denn, das Kraftwerk ist wehrlos? Er hat die stärksten Verteidigungsanlagen der Legion. Nichts kann sie durchdringen. Halten Sie einfach den Mund und öffnen Sie das Ventil. Alle warten darauf, dass der Strom wieder angestellt wird. Okay. Ich muss wahrscheinlich das Ventil hier öffnen, aber erstmal werde ich die beiden hier platt machen. Ich schnappe mir diesen Kollegen, werfe ihn dagegen und es hat nichts gebracht. So, dann prügele ich halt auf den ein. So, und vollstreckt dann. Jawohl, mein EP-Balken hat sich aufgeladen. Cool. Also, dann setze ich jetzt mal meine Kraftfaust ein. Schau dir das an. Zack, komm her. Boom. Erledigt mit einem einzigen Schlag. So, also, ich muss hier das Ventil öffnen. Dann drehe ich mal mit meiner monströsen Eisenfaust, mach das Ventil auf. Die Frage ist, was dann passiert. Wahrscheinlich strömt jetzt Gas bzw. Dampf durch die Leitungen und der Strom geht an. Jawohl, es wird heller, sehr schön. Okay, was bringt mir das? Ich weiß es nicht. Muss ich da irgendwie hoch? Nein, also hier muss ich nicht hin. Wo muss ich jetzt hin? Ich muss immer noch dahin. Das heißt, ich muss wahrscheinlich durch diese gelbe Tür und... Deswegen muss ich wieder nach oben, so wie es ausschaut. Aber wie komme ich da wieder hoch? Wird sich noch zeigen. Oh, hier ist ein Gegner. Okay, das ist kein normaler Gegner. Dieser Gegner ist etwas größer. Okay, dann lade ich mal meine Faust wieder auf und prügel auf ihn ein. Wie viel hält denn der aus? Das ist die Frage. Also das war Nummer 1. Das war Nummer 2. Mal gucken. 1, 2. Okay, ich darf ihm nicht zu nahe kommen. Wenn ich auf ihn einprügel... Dann wird er nicht blockiert. Er macht gerade so weiter mit seinen Schlägen. Deswegen muss ich da aufpassen. Also den habe ich platt gemacht. Da oben ist eine Drohne. Die wird mich jetzt ein bisschen nerven. Deswegen soll sie erstmal runterkommen. Dann springe ich zu ihr hin. Zack, zack und zack. So, die ist auch platt. Ich sammle nur die Münzen ein. Und die Gegner sind ein bisschen nervig. Ausweichen. Den Gegner hier schnappen. Auf ihn einprügeln. Nee, ich will ihn eigentlich gegen die andere... gegen diesen Gegner hier schmeißen. Sehr schön. Und jetzt kann ich ihn vollstrecken. Okay, doch nicht. Der ist leider abgehauen. Hat meinen Plan vereitelt. So. Und jetzt aber. Komm schon. Okay, Vollstreckung funktioniert. Er schleudert ihn einfach so gegen den Bogen. So, und dann bleibt nur noch die Drohne hier übrig. Okay. Hat gut funktioniert. Ich könnte mich einmal aufladen. Falls ich mal wieder einen Gegner habe, den ich vollstrecken kann, dann... Oh, das Ding dreht sich jetzt. Oho. Das heißt, es wird ein bisschen schwieriger, da hochzukommen. Hier sind auch irgendwelche Plasmastrahlen. Da darf ich vermutlich nicht hinkommen, sonst gehe ich kaputt. Und ich muss da hoch in diese Tür. Genau, so wie ich es vorhin gesagt habe, die geht jetzt auf. Die Frage ist, kann ich da jetzt links weitergehen? Weil die Tür war ja vorhin verschlossen. Die ist immer noch rot und vermutlich kann ich die immer noch nicht öffnen. Nein, die ist immer noch zu. Okay, dann... muss ich jetzt hier hochgehen. Das wird vermutlich knifflig. Also, ich muss immer gegen die Rotation springen. Dann wird es einfacher, denke ich mal. Dann muss ich dem Ding nicht hinterher springen, sondern kann entgegenspringen und somit leichter hochkommen. Okay, das funktioniert schon mal ganz gut, aber jetzt wird es vermutlich schwieriger, weil ich diese Plasmastrahlen hier habe. Und dann muss ich halt aufpassen, dass ich da nicht dagegen komme. Weil diese Zahnräder ja rotieren und die würden mich da in diese Plasmastrahlen hineinbringen, wenn ich da nicht aufpasse. Okay, jetzt muss ich nach rechts springen. Das heißt, ich muss dahin, dahin
Oh, das wird knifflig. Das wird knifflig. Ich darf jetzt nicht zu weit nach oben gehen, weil da auch ein kleiner Plasmastrahl ist. Das heißt, ich muss jetzt erstmal hier so hochgehen. Eins, zwei und dann hier hin. Und dann hier hin und dann hier vermutlich stehen bleiben. Und dann hier hin und hier hin. So und dann dagegen. Wow, Mist. Das war nicht gut. Nein, steh auf, steh auf. Huh. Das war knapp. Okay, nochmal. Dagegen, dagegen. Ich hätte es fast geschafft, aber fast ist halt auch nicht ganz. Also einmal, nochmal und nochmal und nochmal. Mann, das Ding rotiert ziemlich schnell. Ich muss hier halt wirklich aufpassen. Okay, diesmal hat es funktioniert. Huh, ich bin safe. Gut, wo geht es jetzt lang? Da oben ist ja schon die Tür. Das heißt, okay, ich bin sicher angekommen. Nur einmal Leben verloren. So, und hier ist jetzt auch ein Speicherpunkt. Hier kommt jetzt übrigens Dampf aus dem Lüftungsgitter. Was für ein nervenaufräumendes Geräusch. Das muss das Mechanische... Okay, ich war nicht schnell genug mit dem Lesen. Irgendetwas ist da unterwegs. Und ich glaube, gegen dieses Etwas muss ich gleich kämpfen. Also ich repariere mich erstmal. Und freischalten kann ich ja noch nichts, weil ich nicht genug Geld habe. Wie viel habe ich eigentlich? 163 Münzen. Das ist nicht genug. Ich glaube, das nächste Upgrade würde irgendwas um die 200 kosten. So, hier ist schon wieder ein Gegner. Oh, Mann, der ist aber echt fies. Springt gleich auf mich zu. Hey, würdest du wohl bitte auf diesen Gegner einprügeln? Der springt halt immer über mich drüber. So. Vermutlich kommt jetzt ein Bosskampf. Schätze ich mal. So sieht es zumindest aus. Also, ja. Der Verdammte, sieh an, ein Hase. Das ist der Hase persönlich. Ich werde dich rächen, Wildling. So, er schießt auf mich. Drei Salven feuert er auf mich ab. So, das ist Nummer 1. Das ist, oh Mist, Nummer 2. Und dann lädt er nach. Okay, dann muss ich einfach nur warten, bis der geschossen hat. Das ist 1, 2 und 3. Und jetzt meine Faust einsetzen. Boom. So, sehr schön. Und dann nochmal einprügeln auf ihn. Und jetzt wieder abhauen. Okay. Dann sollte ich mich mal aufladen. Uah, springen! Vielleicht sollte ich auch springen, wenn der schießt, dann schießt der nach oben. Pass auf, so. Zack. So. Genau. Und jetzt sollte ich hin und meine Faust einsetzen. Wunderbar, so könnte es funktionieren. Also, 1, 2, 3. Und Faust aufladen, zack, hingehen, boom. Ich könnte auch noch ein, zweimal auf ihn einprügeln. So, und dann jetzt aber wirklich abhauen. Sonst werde ich von ihm getroffen. 1, 2, 3 und Faust. Und aufladen, zack, und hinterher noch 1, 2 und 3. Und jetzt aber wirklich verschwinden. So, er springt über mich drüber. Der hat wirklich sehr viel Sprungkraft, so wie es aussieht. Und sollte das die letzte Salve hier sein von meinen Schlägen? 1, 2 und Vollstreckung. Sehr schön, ich kann einen Boss vollstrecken. Mann, er reißt ihm einen Arm aus. Und dann prügelt er auf ihn ein und macht ihn komplett platt. Wow, das hat richtig viel Kohle gegeben. Ich habe 332 Münzen auf einmal, hey. Wow, ich kann mir jetzt definitiv was kaufen. So, wo muss ich hin? Ich muss immer noch da nach unten hin. Aber die Frage ist, wie komme ich da hin? Vermutlich, wenn ich jetzt weiter nach rechts gehe. Hier geht es auch übrigens nach oben, so wie es ausschaut hier. Das habe ich wohl übersehen. Komme ich da jetzt hin? Ich versuche es mal. Ich gehe da mal schnell hin. Vielleicht komme ich da hin? Wo ist denn das? Das ist noch weiter rechts. Hier. Da zeigt auch ein Pfeil nach oben. Den Pfeil habe ich komplett übersehen. Vermutlich kann man hier was sammeln. Ja, guck dir das an. Was ist das? SP-Essenz. Ich weiß jetzt nicht so genau, was mir das bringt. Wahrscheinlich diesen blauen Balken. Genau, das muss SP-Essenz sein. Dann bekomme ich einen Balken mehr, wenn ich 3 Stück davon gesammelt habe. Cool. Okay, dann geht es jetzt hier weiter nach rechts. Bin schon gespannt, was mich da erwartet. So, hier ist eine Box. Die kann ich noch nicht öffnen. Du brauchst einen Generalschlüssel, um die Truhe aufzuschließen. Also, ich muss vermutlich einen Generalschlüssel sammeln. Und wo finde ich den? Hier geht es nach oben und hier geht es auch nach rechts. Mal gucken. Was gibt's hier? Hier geht es irgendwohin weiter. Aber wohin? Ich weiß noch nicht genau. Hier ist ein Speicherpunkt. So, das ist schon mal gut, dass hier ein Speicherpunkt ist. Und hier sind Gegner. Oh, hier ist so ein super Gegner mit einem Schild. Ich lade mal meine Faust auf. Tada, guten Morgen, wie geht's dir? Zack, und prügel auf ihn ein. Ich muss aber aufpassen, dass mich diese Schützen hier nicht treffen. Die sind ganz schön fies. So, ich lasse den mal feuern. Der hat eine Schrotflinte. Der will gar nicht feuern. Der will erst feuern,
wenn ich in der Nähe bin. Na gut, dann mache ich folgendes mit dir. Ich schmeiße ihn mal weg. So. Und dann prügele ich auf ihn ein. Zack. Und mach mal meinen Superschlag, beziehungsweise ich nehme ihn und werfe ihn weg. So, was gibt's hier oben? Hier ist eine Tür, die ich noch nicht öffnen kann. Also nicht mit meinem Krafthieb. Da benötige ich, nutze den Tornado, um diese Tür zu öffnen, steht da als Spieltipp. Okay, ich habe noch keinen Tornado. Die Frage ist, komme ich da jetzt hier hin? Nicht ganz. Ich muss es wahrscheinlich von hier aus versuchen. Dann würde ich rüberkommen. Eins, zwei, zack. Und dann muss ich nur noch den hier kaputt machen. So, dieses Lüftungsgitter einschlagen. Was gibt's hier? Ein Sporschwein. Yes, das gibt Kohle. Muss es nur noch kaputt machen. Wie viel ist da eigentlich drin? Irgendwas um die 30 Münzen, schätze ich mal. Ja, genau, 30 Münzen in etwa. So, also ich muss da weiter nach rechts gehen und ich denke mal, wenn ich dahin gehe, komme ich irgendwie zu diesem Ausrufezeichen, vermutlich. Okay, ich mache aber an dieser Stelle Schluss und mache dann in der nächsten Folge hier nahtlos weiter. So, das war's. Danke fürs Zuschauen. Ciao. Ende und aus.